Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um eine Erkrankung, die mit einer Menge Stress zu tun hat. Aber manchmal muss man dort auch chirurgisch behandeln in diesem Fall. Es geht um den Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Gar nicht so selten. Rund 30% aller Bandscheibenvorfälle finden genau in dieser Region der Wirbelsäule statt. Bei uns geht es heute um die Frage, wie man diese Krankheit, diese Erkrankung behandelt und ob man tatsächlich immer operieren muss. Bei mir ist Dr. Hans-Peter Köhler. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg in Hamburg-Rissen. Schön, dass Sie gekommen sind. Sagen Sie, woran merke ich, dass mir eine Bandscheibe in diesem Bereich am Hals herausgerutscht ist? Meistens treten solche Ereignisse sehr akut auf. Also Sie haben irgendeine Bewegung gemacht und dann tritt ein heftiger Schmerz auf, der richtig vom Nacken bis runter in den Arm ausstrahlt und auch meistens dann anhält. In Verbindung tritt dann häufig auch ein Kribbeln, häufig in den Fingern, im Hautbereich auf und im schlimmsten Fall auch eine Lähmung im Arm oder im Handbereich. Muss das alles zusammenkommen, auch Nein. schon mit der Lähmung und mit der? Nein, das muss nicht zusammen auftreten. Das kann aber, wie gesagt, akut, der Schmerz vor allem meistens, tritt der akut auf und häufig im Verlauf dann auch eine Sensibilitätsstörung, Kribbeln in den Fingern oder in der Hand oder auch im Arm und, wie gesagt, im schlimmsten Fall auch eine Lähmung. Ja, das heißt also, man kann es sehr wohl unterscheiden von einem Muskelschmerz. Viele haben ja Nackenverspannungen, viele haben ein Zipperlein in der Schulter. Das hier ist etwas ganz anderes, worüber wir jetzt sprechen. Ja, da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an. Das kennt jeder, glaube ich, schon im Leben schon mal durchlebt, dass man starke Nackenschmerzen morgens aufwacht, hat einen steifen Nacken, kann den Kopf womöglich nicht bewegen. Das sind Dinge, die aber, sagen wir mal, morgens akut aufgetreten sind, weil man eine Fehlhaltung in der Nacht hatte oder entsprechend eine Verkühlung eventuell oder am Vortag eine falsche Haltung, zu lange am PC in eine Richtung gesessen oder gearbeitet. Das sind Dinge, die sich aber von diesem anderen Geschehen deutlich unterscheiden. Ja. Da ist eine Bewegungseinschränkung meistens in alle Richtungen sehr schmerzhaft und das ist muskulär bedingt und geht häufig nicht direkt in den Arm oder in die Finger. Und bei dem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule, was genau passiert da eigentlich? Bei der Halswirbelsäule, ich habe hier eine mitgebracht, ein Modell, das hier ist das Hinterhaupt. Das Gelbe ist das Rückenmark und die austretenden Nervenwurzeln am Hals. Man sieht hier vorne, das Weiße ist der Knochen und die Bandscheiben sind hier transparent dargestellt. Hier direkt nach dem zweiten Halswirbel, das hier entsprechend sind die Bandscheiben. Da tritt Folgendes auf, und zwar diese Nervenwurzeln, die austreten, da sozusagen, wo mein Kugelschreiber ist, ja. Da tritt Bandscheibengewebe aus und drückt hier auf diesen gelben austretenden Nerv. Der leitet das jetzt weiter an das Erfolgsorgan, also wo der Nerv hinzieht, und zwar in den Arm, beziehungsweise dieser hier geht in den Zeigefinger und den Daumen und der leitet das entsprechend genau dorthin. Deswegen, wenn ein Patient zu mir kommt und entsprechend berichtet, ja, und das ist ganz plötzlich aufgetreten, und das geht in diese beiden Finger und es kribbelt hier auch entsprechend in den Fingern, dann weiß ich schon, dass da entsprechend dieses Geschehen abläuft, dass also ein Bandscheibenvorfall vorliegt und der entsprechend hier an dieser Stelle in der Halswirbelsäule zu finden ist. Und die Bandscheibe, die durchbricht dann diesen Gewebemantel, den sie hat und rutscht wohin? Dieses Modell stellt natürlich nicht komplett jetzt die Anatomie wieder dar, wie sie in Realität ist. Die Wirbelsäule hier ist nochmal komplett mit einem reißfesten Band überzogen. Und dieses Band gibt natürlich zusätzlich Stabilität in der Wirbelsäule. Zwischen den Knochen ist ja die Bandscheibe und hält die Bandscheibe in diesem Fach entsprechend drin. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, durch unsere täglichen Bewegungen, die wir machen mit dem Kopf, und natürlich auch durch die Last des Kopfes. Sie machen pro Jahr ungefähr 1 Million Bewegungen mit der Halswirbelsäule. Das ist eine unglaubliche Belastung. Und nichtsdestotrotz ist das sehr stabil. Und auch es bekommen ja nicht alle Menschen einen Bandscheibenvorfall. Aber im Laufe des Lebens verschiedene Belastungen, bestimmte Arbeiten, die man entsprechend durchführt, reißt dieses Band nach und nach in ganz kleinen Ecken sozusagen ein und irgendwann ist es komplett durch und der Bandscheibenvorfall rutscht heraus und drückt dann eben entsprechend auf diesen abgehenden Nerv,
was dann eben zu diesem Schmerzen und zu dem Ereignis führt. Muss da etwas Besonderes vorausgehen? Also vielleicht ein Ereignis, ein Unfall, oder kann das jeder bekommen? Meistens bringen die Patienten das mit irgendeinem Ereignis zusammen, eben zum Beispiel ein Autounfall oder ein bestimmtes Hebeereignis oder eine bestimmte Kopfdrehung. Es ist aber meistens so, dass Unfallereignis müsste eine unglaubliche Kraft sein. Also da müssten Sie schon mit 300 also irgendwo gegen eine Wand fahren, wenn so etwas aus einem gesunden Bereich letztendlich heraus entstehen müsste. In den meisten Fällen liegt eine Vorschädigung vor. Ich sagte es ja schon, man bewegt sich pro Jahr 1 Million Mal mit diesem Bewegungssegment. Und im Laufe des Lebens erleidet man einfach durch diesen Bewegungsablauf und verschiedene Ereignisse immer wieder kleine Mikrotraumen, und dadurch entsteht dann irgendwo ein kleiner Riss, ein nächster, und irgendwann ist dieses Band dann entsprechend durch. Und dadurch kommt es entsprechend dann zu diesem Ereignis. Kann es auch durch eine Bindegewebsschwäche entstehen, also quasi als Anlage schon? Das gibt es bei ganz, ganz wenigen Menschen. Da gibt es eine Untersuchung in Finnland, da ist eine bestimmte Familie betroffen, weil die eine Bindegewebsschwäche haben. Aber gehen Sie bitte nicht davon aus, dass das hier eine weit verbreitete Erkrankung ist. Ja, kann man die auch ganz einfach bekommen durch Stress? Durch Stress in dem Sinne, wenn Sie durch den Tag hinaus, beziehungsweise wenn Sie komplett andauernd angespannt sind, im Büro, beim Job, viel Stress haben, dann stellt sich und kein Ausgleich. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn Sie nicht alltäglich irgendwo wieder eine Ruhephase oder eine Entspannung suchen, dann stellt sich über Wochen, Monate natürlich ein regelrechter Muskelhartspann ein, dass diese Wirbelsäule und die Bandscheiben selbst, ich zeige es mal hier am Modell, ich sage normal, steht diese Wirbelsäule etwas gebogen, und wenn Sie eben Stress haben, dann gibt es noch vermehrten Zug, sodass diese Muskulatur einen Fehlzug an der Wirbelsäule macht, und dadurch entsteht natürlich auch eine übermäßige Belastung, eine Fehlbelastung bis hin zum Schiefhals, dass die Leute richtig einen Schiefhals entwickeln. Und wenn man das halt nicht behandelt, beziehungsweise wenn man nicht entsprechend einen Ausgleich sucht, sei es von der Arbeit oder durch Abbau des Stress in Situationen, dann kann eben so etwas langfristig sicherlich auch entsprechend eine Ursache für so etwas sein. Ja, und wenn der dann tatsächlich eingetreten ist, dieser vermutliche Bandscheibenvorfall, muss man ja erstmal sagen, ich komme dann zu Ihnen, der ist dann diagnostiziert worden durch ein bildgebendes Verfahren. Die Frage ist ja, muss man operieren oder wie gehen Sie davor, um das auszuschließen und anderweitig zu helfen? Also erstmal ist ganz wichtig, dass das Geschehen, wie ich es schon vorhin geschildert habe, erstmal ganz plötzlich auftreten, das Ereignis, wenn der Patient jetzt zum Beispiel eine Taubheit hat in den Fingern und womöglich eine Lähmung, zum Beispiel, dass der Bizeps einfach ziemlich geschwächt ist. Das heißt, der Patient zum Beispiel kann den Arm gar nicht mehr heben oder entsprechend hier der Deltoideus, ganz bestimmte Muskelgruppen. Dann ist natürlich sofort Holland in Not, wie man so schön sagt. Dann muss man sofort eine Diagnostik machen. Und die Diagnostik der Wahl ist hier das MRT. Keine Strahlenbelastung, sondern eine ganz normale Aufnahme, wo wir sehr gut die anatomischen Strukturen wie das Rückenmark und die Nervenwurzeln und das Bandscheibengewebe sehr gut voneinander unterscheiden können. Man muss ferner wissen, dass in über 80% der Fälle diese Bandscheibenvorfälle von alleine weggehen. Das bedeutet, dass man hier, wenn der Patient jetzt keine hochgradigen neurologischen Ausfälle hat, dass man erstmal wartet, dass man erstmal versucht, mit Schmerzmitteln, mit Entspannung, mit Wärme, dass man erstmal versucht, dem Patienten weiterzuhelfen, um über diese Phase, die der Körper einfach braucht. Der kann es nicht von heute auf morgen letztendlich wieder sozusagen zurückschrauben, sondern der Körper braucht hier 3, 4, 5 Wochen, damit er entsprechend eine Regeneration in diesem Bereich, wo dieser Schaden aufgetreten ist, dass da wieder die Reparatur erfolgen kann. Aber wie kann denn die Reparatur vonstatten gehen, wenn doch da tatsächlich Gewebe gerissen ist? Der Körper hat hier entsprechende Methoden. Der schickt da ganz bestimmte Blutzellen hin, die das Ganze entsprechend abbauen. Granulozyten werden übers Blut entsprechend dorthin geschickt. Das heißt, es entsteht wie ein Entzündungsprozess, was auch häufig dann zu diesen Schmerzen wie ein Entzündungsschmerz in den Nerven entsprechend sich anfühlt.
Und dieser Prozess, der läuft entsprechend ab, weil da etwas, ein Gewebe ausgetreten ist, was dort nicht hingehört. Und der Körper beseitigt das entsprechend. Und wir unterstützen das Ganze medizinisch, beziehungsweise mit Analgetika, mit nicht steroidalen Antirheumatika, die entsprechend hier eingreifen und den Schmerz und den Entzündungsprozess entsprechend reduzieren. Ja, vor allem der Schmerz. Also das stelle ich mir schon während der Diagnose so vor. Das dauert alles seine Zeit, aber der Schmerz ist von vornherein da. Der Schmerz ist bei dem einen Patienten extrem ausgeprägt, dass er wirklich sehr starke Schmerzmittel wird dem einen oder anderen Patienten verabreichen müssen. Manchmal ist es sogar so, dass sich die Patienten bei uns notfallmäßig auch im Krankenhaus vorstellen, sodass sie auch eine Infusion bekommen müssen, weil sie es überhaupt nicht aushalten. Es gibt ganz wenige Patienten, die man auch mit Morphin einstellen muss. Ja. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Meistens reicht es mit herkömmlichen Schmerzmitteln hier diese Phase der 4 bis 5 Wochen zu überbrücken, wo der Körper entsprechend also sich regenerieren kann, wo der Schmerz dann wieder runtergeht. Und vor allem der Patient merkt dann eben in diesen Wochen, dass die Beweglichkeit auch wieder besser wird. Das heißt, die Kopfbeweglichkeit nimmt zu, die Armbeweglichkeit, die Beweglichkeit insgesamt, dass ich wieder etwas machen kann, das steigert sich. Und das liegt eben bei über 80% der Fälle bei diesem Bandscheibenvorfall oder diesem Ereignis vor. Das heißt, hier muss man dann nicht weiter agieren, sondern hier reichen eben genau diese einfachen Methoden. Dennoch lassen Sie uns noch auf die 20% schauen. Was macht man denn, wenn doch operiert werden muss? Hier haben wir entsprechend noch zwei andere Möglichkeiten. Und zwar einmal eine Intervention. Das ist eine Methode, indem man, ich nehme nochmal das Modell, indem man mit einer Nadel ein Medikament direkt an das Geschehen hinbringt. Sie müssen sich vorstellen, hier läuft ein Prozess ab. Der Nerv ist hier sehr stark gereizt durch Abbauprozesse. Und man kann hier über eine Nadel direkt an den Nerv herangehen und hier eine kleine Menge, 1 Milliliter von einem Medikament dorthin bringen, das lokal an der Stelle wirkt. Das Ganze kann ich aber nur mit einem Computertomographen machen. Das heißt, ich muss hier so genau planen, weil Sie sehen natürlich, hier sind auch noch andere Strukturen, wie zum Beispiel eine Arterie, die man nicht treffen darf, auch das Rückenmark nicht. Das ist etwas sehr Spezielles, was in Hamburg nur an ganz wenigen Orten oder Kliniken überhaupt durchgeführt wird. Und wenn man doch die Bandscheibe ersetzen muss, also in der Lendenwirbelsäule ist es ja dann gerne die Versteifung, auf die man kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für den Hals auch das Richtige ist. Ja, in entsprechenden Fällen, wo all diese Behandlungsmethoden nicht helfen oder, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, bei Patienten, die eben eine Lähmung haben, wo der Schmerz so unerträglich ist, da muss man natürlich dann entsprechend operativ vorgehen. Und da gibt es die Methode, dass man von vorne entsprechend, das ist die übliche Methode, dass man von vorne hier einen kleinen Schnitt macht, setzt man hier in eine kleine Hautfalte, ungefähr so lang. Und hier bin ich schon auf der Halswirbelsäule mit meinem Finger. Also es ist überhaupt gar keine lange Strecke. Ja. Das stellt man sich immer ganz schlimm vor. Dann bin ich schon hier sozusagen. Und dann, wenn man von vorne, wenn man hier auf diesem Punkt ist, setzt man ein Operationsmikroskop ein, sodass man hier diese Strukturen komplett vergrößert sieht. Die Werkzeuge müssen ausgetauscht werden. Man nimmt dann diese Bandscheibe hier raus, von hier sozusagen bis da. Und ich zeige es einmal hier frontal drauf. Man geht dann hier runter und der Bandscheibenvorfall, der liegt hier entsprechend direkt in dem Winkel Rückenmark, Abgang, Nerv. Mit dem Mikroskop kann man das alles wunderbar sich anschauen und das zieht man heraus, also die Raumforderung nimmt man heraus und setzt an Stelle der Bandscheibe, damit wir das Bewegungssegment erhalten, eine Bandscheibenprothese ein. Die wird hier, ich habe das auch mitgebracht, ein kleines Modell, an Stelle der Bandscheibe eingesetzt. Das sind 2 kleine Titanplättchen und die erhalten die Beweglichkeit des Segmentes anstelle von der Bandscheibe. Und danach ist alles wie neu? Danach ist eigentlich im Prinzip für den Patienten wirklich ein sehr schnell heilender Prozess. Die Patienten können schon am nächsten Tag im Prinzip wieder mobilisiert werden. Sie können aufstehen. Hier brauchen wir keine Halskrawatte im Vergleich zu den alten Methoden, OP-Methoden. Da musste man früher dann über Wochen eine steife Halskrawatte tragen. Das ist hier nicht mehr nötig.
Der Patient verlässt meistens nach ein paar Tagen schon das Krankenhaus, kann auch schon wieder selbst Auto fahren, entsprechend Dinge ganz normal des alltäglichen Lebens verrichten. Man muss hier nur immer darauf achten, wenn Lähmungen da waren, dass da entsprechend natürlich diese Lähmungen, häufig bilden sie sich auch relativ schnell wieder zurück, aber das ist nicht immer der Fall. Aber wenn da noch Lähmungen bestehen, muss eben physiotherapeutisch, also mit Krankengymnastik, entsprechend nachgearbeitet werden. Und was sagen Sie denen, die Angst haben um das eigene Rückenmark? Denn da sind Sie ja nah dran. Sie sprechen etwas ganz Wichtiges an. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer mit dem Patienten genau solche Dinge besprechen. A, dass natürlich ein Risiko vor so einer Operation ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, wir operieren ja einen Patienten, der zum Beispiel eine Lähmung hat oder eine Taubheit oder einen unerträglichen Schmerz. Das heißt, er kriegt es gar nicht beseitigt, wenn man nicht diese Raumforderung wegnimmt. Ja. Also das ist in dem Sinne womöglich ein bleibender Schaden auf der einen Seite. Genau. Also das sind eigentlich die Situationen, wo man in der akuten Phase operiert. Wenn jemand eine Lähmung hat oder unerträgliche Schmerzen, dann würde man entsprechend hier nur zum Messer greifen. Ansonsten würde man immer erst mal diese konservativen Behandlungsmethoden durchführen. Vielen Dank für die spannenden Informationen. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesung und auf YouTube. Bleiben Sie gesund!